Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballmanager-Fans, herzlich willkommen hier bei Nickfried Zockt und einem weiteren Tutorial zu VR Football 2024. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich euch noch zeigen könnte und dann habe ich gedacht, wir machen mal so noch einen Komplett-Überblick-Tutorial. Ja, weil ich habe mittlerweile zu vielen Dingen wieder was rausgefunden, wo ich dann gesagt habe, das wäre vielleicht noch in das Tutorial und das Tutorial und das. Fassen wir alles mal zusammen und bringen es jetzt hier in diesem Tutorial. Also, Sachen, die ich häufig gefragt werde, ist sowas wie, meine Spieler, die haben alle schlechte Laune, so wie der hier. Der hat schlechte Laune. Dann müssen wir gucken, warum hat er schlechte Laune? Er hat zu viel Konkurrenz. Und kaum Verständigung im Team möglich. Heißt, der gute Kollege kann nur Polnisch. Wir müssen den eine Zeit lang bei uns im Verein lassen, dann wird er die Sprache lernen. Dann geht das Problem weg. Dauert aber. Hier oben hat er zum Glück kein Problem. Das sind heftige Probleme meistens. Die gehen aber mit der Zeit weg. Die hier unten, die können wir relativ schnell lösen. Da müssen wir nur Dinge machen, die eben das Problem lösen. Also er hat viel Konkurrenz im Team. Er ist ein ZM. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben 1, 2, 3 ZMs. Und er ist, glaube ich, jetzt nicht der Stärkste. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, weil er noch Entwicklungspotenzial hat, wir setzen auf ihn. Dann müssten wir vielleicht den hier loswerden, der kein Entwicklungspotenzial mehr hat. Und dann hätte er nicht mehr so viel Konkurrenz im Team. Ich weiß auch nicht, wie die spielen. Die haben nur ein ZM auf dem Feld. Also ist 3 schon, ja, klar, ist noch einer vor ihm, der eingewechselt wird. Deshalb wird er nicht eingewechselt. So, wir können nochmal hier gucken, der ist jetzt unser Stärkster, den wir haben. Den würden wir vielleicht jetzt nicht unbedingt abgeben. Auf der anderen Seite ist er auch der Älteste, den wir haben. Da wir wissen, dass der sich hier noch verstärken kann. Also, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum der hier, der kein Entwicklungspotenzial mehr hat, einen höheren Marktwert hat als der stärkere Spieler hier oben. Das sind noch so Sachen, wo ich ab und zu ein bisschen grübel und nachdenke, warum ist das so? Der ist stärker und weniger wert. Wahrscheinlich, weil er älter ist. Der hier kann noch schneller leveln, weil er noch jünger ist. Also wenn ich hier sage, hat kein Entwicklungspotenzial, dann bedeutet das nichts anderes. Wie, der Spieler gilt als einer, der sich alles hart erarbeiten muss. Das heißt, hier der Balken läuft extrem langsam zum Ziel. Und auch, na, wo ist er jetzt hin? Und auch hier der Balken läuft relativ langsam voran. Also er kriegt ja Erfahrung pro Ligaspiel. Das heißt, der kriegt ein bisschen weniger Erfahrung wahrscheinlich. Aber er wird seinen Weg machen, der wird noch leveln. So ist es nicht. Da haben wir so. Er hat noch Entwicklungspotenzial, das heißt, der wird hier noch schneller lernen. Und nicht nur hier schneller lernen, sondern. Alter, sag mal, ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. So, also er wird nicht nur hier schneller lernen, sondern der wird auch hier schneller lernen. Das heißt, wenn wir den einsetzen, wird er auch schneller die Stufen meistern und nehmen, weil der hat noch hohes Entwicklungspotenzial. Da kann sich auch marktwerttechnisch noch enorm was entwickeln. So, ich weiß nicht, für was sie den gekauft haben, das steht hier nicht. Also auf jeden Fall ist da mehr Kohle für uns drin. Wir müssten uns jetzt überlegen, wen von denen geben wir ab. Den hier würde ich gerne einsetzen, weil, ja, der ist der Stärkste. Den hier würde ich gerne behalten, weil der kann sich entwickeln. Also wäre das derjenige, den ich verkaufen würde. Dann würde ich den auf die Transferliste setzen, beziehungsweise... Ah, der will nicht schon wieder wechseln. Super, will ich nicht ein. Ja, also das hier ist halt so ein anderes Spiel. Ne? Da kannst du nicht einfach sagen, ich verkaufe den. Da sagen die, nö, will nicht. Hab Vertrag hier, will ich erfüllen. Wir können den Spieler auch anbieten. Dann haben wir einen Termin im Kalender. Dann können wir den anbieten an andere Leute. Vielleicht finden wir da einen Abnehmer.
Wenn das nicht funktioniert, dass wir einen von den beiden loswerden, dann müssen wir den hier vielleicht anbieten. Der ist ja immerhin unglücklich. So, kommen wir auch zum anderen Punkt, wo ich gefragt wurde. Also bei dir sind alle glücklich. Warum? Ja, erstens, wie gesagt, weil ich mich hier drum kümmere, dass die hier ihre Probleme gelöst kriegen. Wenn ich die Probleme alle gelöst habe, gibt es immer noch das Problem hier, einer für alle für einen. Ist natürlich das Beste. Viele übersehen hier oben den kleinen Knopf, den Teamgeist-Knopf, wo man dann sieht, in welcher Woche man ist und wo der Teamgeist ist und wie er sich zusammensetzt. Also, wir haben genug Spieler, die Biss haben. Ja? Und deshalb haben wir da 35 Punkte. Die Zufriedenheit ist durchweg auch okay. Der eine Dinker macht uns jetzt nicht kaputt. Wir haben sehr viele schwierige Typen, die unverträglich sind miteinander. Deshalb haben wir 13 Minuspunkte auf Charaktere. Die Mannschaft an sich hat weder Freundschaften noch Feindschaften, ist also deshalb null. Sportliche Situation im Team, die sind in einer annehmbaren Liga, sie haben wohl eine annehmbare Mannschaftsstärke und dann ist das hier ein bisschen positiver. Temporäres wirkt auch nicht, weil wir sind am ersten Tag, ist noch nichts passiert und Transfers und Verträge, ja. Also da ist auch eine relativ gute Stimmung, wahrscheinlich, weil der ein oder andere ein bisschen gut verdient. Gucken wir gerade mal nach, ob sich irgendeiner überbezahlt fühlt. Also er fühlt sich gut, weil lange Vertragslaufzeit. Das spielt dann alles hier mit rein. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel über Unterbezahlungen ausgleichen. Ihr müsst Probleme lösen. Ihr müsst mit Spielern sprechen, die Probleme haben. Ihr müsst ja Lösungen schaffen, damit der Teamgeist hochgeht, weil wenn der Teamgeist nicht hoch ist, dann arbeiten die auch nicht miteinander zusammen, dann sind die aufeinander stinkig. So, was ist noch ein schöner Bildschirm? Hier, wenn ich hier rüber gehe mit der Maus und dann die rechte Maustaste drücke, dann bin ich direkt hier in der Tabelle. Da sehe ich erstens, wo wir stehen, wer unsere Gegner sind. Wir sehen aber auch die Teamstärke. Das heißt, wir wissen hier zum Beispiel, dass wir Fünfter von der Teamstärke her sind, allgemein aufgestellt. Ne? So, wir können aber auch nach der Top 11 sortieren, da wären wir sogar Vierter. Wir können nach den Top 16 sortieren, sind wir auch noch Vierter. Wenn wir nach alle sortieren, sind wir sogar Dritter. Ja, das ist halt keine Mannschaft, das ist einfach nur die Stärke. Das heißt, wir haben vielleicht zwei starke Torhüter. Dann ist alle stärker. Wir können gucken. Die Top-Mannschaften haben drei Spieler mehr als wir, das heißt, wir könnten noch drei nachlegen. Die schlechteren Mannschaften oder zweiten Mannschaften da unten, die haben weniger Spieler, klar, die können ja auch hin und her schieben. So, wir können gucken, wer die häufigste Position besetzt hat. Also die hier, die haben fünf defensive Mittelfeldspieler, wir haben vier Innenverteidiger. Das ist auch interessant. So, letzter Transfer. Was haben sie zuletzt eingekauft? Kann man auch sehen. Kiel, Innenverteidiger, Innenverteidiger, starke Innenverteidiger. Wir haben RAV gekauft als letztes. So, der beste Spieler im Kader ist unserer 5,7. Oldenburg hat einen 6,1er. Und der schlechteste Spieler im Kader, den hat Spelle Fennhausen. Und wir unseren schlechtesten. Also wir sind praktisch hier, was das angeht. Wir sind, wie nennt man das? Pflaumenfrei. Bei uns sind keine Pflaumen im Team, also keine faule Pflaume. Wir haben 2,5 als niedrigsten Wert, das ist eigentlich super gut. Kann man vielleicht mal einwechseln, dann wird er vielleicht ein 3,5, dann hat man das Problem schon erledigt. Ja, so, dann können wir hier die Torjäger sehen, wir können uns die Liga-Landkarte angucken, wo denn die Leute oder die Vereine liegen. Wir spielen hier in der Regionalliga Nord, nur im Norden. Dann können wir einen Spielplan einsehen. Können auch hier sehen, das ist sehr interessant, by the way. Da ist nämlich ein kleiner Bug drin. Ich zeige es gerade mal. So, wenn ich da nämlich reingehe, dann haben wir hier die Möglichkeit, also hier können zweite Mannschaften spielen in dieser Liga. Ja? Da sehen wir auch, dass wir hier unten Kiel 2, Hannover 2 haben. Die könnten nicht hier drin sein, wenn hier kein Häkchen wäre. Wir haben keine Videobeweise, keine Torlinientechnik. Das heißt also, da gehen nochmal Bälle rein, die aus dem Abseits geschossen wurden und werden als Tor gerechnet, weil das so knapp ist, dass es der Schiedsrichter eben nicht überprüfen kann.
Sind auch ganz nette Informationen. Wenn wir jetzt auf Liga 2 gehen, sehen wir, hier können keine zweiten Mannschaften drin sein. In Liga 3 können zweite Mannschaften drin sein. In Liga 1 können keine zweiten Mannschaften drin sein. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet, wenn ihr hier spielt, braucht ihr keine zweite Mannschaft, denn unter euch gibt es keine Liga. Steigt ihr auf in die dritte Liga, könnt ihr eine zweite Mannschaft aufbauen, die aufsteigen kann in die Regionalliga Nord. Das wäre dann Otzen 2. Oder Ottensen 2. Die könnten dann hier mitspielen. Das heißt, ihr könntet die schlechteren Spieler in der zweiten Mannschaft trainieren und die Hauptspieler in der ersten Mannschaft spielen lassen. Und es müssen keine zwei Ligen dazwischen sein. Das heißt, selbst eine Zweitligamannschaft kann eine Drittligamannschaft als zweite Mannschaft haben. Eine Erstligamannschaft kann aber keine Zweitligamannschaft als zweite Mannschaft haben. Maximal eine Drittligamannschaft. Das sagt dieses Häkchen aus. Ne? Falls ihr mal im anderen Land spielt, könnt ihr das da auch nachgucken. So, was auch eine coole Info ist, wenn ihr hierauf einen Rechtsklick macht, das ist nämlich der Pokal, dann seht ihr, dass ihr am Pokal teilnehmt. Da stehen hier die Preisgelder und die ausgewürfelten Partien. Und da kann man dann auch gucken, was sind so die Teamstärken. Und da werden wir ziemlich schnell feststellen, dass wir hier auf Platz 54 von 64 Teilnehmern sind. Das könnte ein bisschen schlecht enden. Macht aber nichts, denn für die erste Runde kriegen wir 176.000. Sollten wir die überleben, kriegen wir 351.000. Sollten wir die überleben, kriegen wir 702.000. Sollten wir irgendwie ins Viertelfinale kommen, kriegen wir 1,4 Millionen. Kommen wir ins Halbfinale, kriegen wir 2,8 Millionen. Kommen wir ins Finale, kriegen wir 3,5 Millionen. Und wenn wir gewinnen, nochmal 1 Million obendrauf. So, und solche Daten kann man sich überall abrufen. Auch hier über die Statistik kann man, glaube ich, sogar in die Meisterliga reingucken. Ich bin gerade mal am Gucken, ob wir hier irgendwo einen finden, wo wir Meisterliga sehen. Bayern dürfte doch garantiert Meisterliga spielen. Meisterrunde, genau. In der Gruppenphase gibt es 8 Millionen. Im Achtelfinale gibt es 8 Millionen. Für den Sieger gibt es nochmal 3 Millionen. Also was ich noch nicht ganz verstehe, ist hier, was Sieg und Unentschieden bedeutet. Kriege ich für einen Sieg der Gruppenphase 9,6 Millionen oder kriege ich pro Spiel dort 9,6 Millionen? Also, kommen wir ins Viertelfinale, kriegt 16 Millionen, geht es ins Halbfinale, gibt es 24 Millionen und geht es ins Finale, gibt es 32 Millionen und der Sieger kriegt auch noch 8 Millionen obendrauf. Also, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, Halbfinale, das sind zwei Spiele. Siege ich in dem Spiel, kriege ich 3 Millionen. Spiele ich unentschieden im Spiel, kriegt jede Mannschaft 1 Million. So interpretiere ich das. In der Gruppenphase wird das bedeuten, ich kriege 9,6 Millionen für jeden Sieg in der Gruppenphase. Oder sind das kumuliert alle Siegbeträge? Können auch kumuliert sein. Also es ist ein bisschen unverständlich, wie das hier finanziell läuft. Also bei denen, wo es halt nur ein Spiel ist, da ist es offensichtlich in der Gruppenphase, ist es ein bisschen verwirrend. Ja, also das heißt, wer das Finale spielt und dort gewinnt, hat 40 Millionen verdient. Der, der es verliert, der kriegt nur 32 Millionen. Nur, in Anführungszeichen. Die 8 Millionen hätte man natürlich gerne, aber vor allem hätte man gerne den Titel. Ne? So. Also das kann man sich hier alles angucken, dann weiß man etwa, was einem erwartet. Ja, wir können bis zu 5 Wettbewerbe teilnehmen. In England gibt es so verrückte Vereine, die haben 5 Wettbewerbe. Die haben irgendwie so ein Community Shield, das ist der Supercup, ein Pokal, einen anderen Pokal, ein Liga-Pokal ist das, glaube ich. Dann haben sie noch die Champions League oder Euroleague, wo sie teilnehmen. Also die können bis zu 5 Wettbewerbe hier gleichzeitig haben. Und entsprechend groß müssen die Kader sein. Ja, solche Boni hier, die sollte man natürlich mitnehmen. Das heißt, eure Mannschaft wird stärker spielen, wenn der neue Trainer kommt, neue Hoffnung. Ja, wenn 3 Niederlagen waren, dann verschwindet die neue Hoffnung, dann ist die Hoffnung gestorben. Solange wir gewinnen, hält sich die Hoffnung, dass mit diesem Trainer alles besser wird. Wie im echten Leben. Ich finde es einfach nur genial gemacht. So, was haben wir sonst noch? Das haben wir besprochen, das haben wir besprochen. Ach genau, die Fitness. Es wird immer wieder gefragt, ja, wieso sind meine Spieler denn so müde? Also,
ich sag's nochmal, der Fitnesswert berechnet sich aus Kondition mal Fischer durch 100. Ich gebe euch ein Beispiel. Dieser Spieler hätte 65 mal 79 durch 100. 79, nee, 97, nicht andersrum. So, das heißt, der hätte momentan eine Fitness von gerade mal 63. Das heißt, die Kondition ist sein größter Feind. Der müsste jetzt ein bisschen Kondition trainieren, dass die 97% von dem hier einen höheren Wert ergeben. Wenn du sagst 100 mal 100, na, 100 mal 100 durch 100, kommen wir wieder auf 100. Das wäre der perfekte Fitness. Also hier 100, da 100 durch 100 wäre perfekte Fitness. Werden wir nie haben. Gehen wir mal von aus, wir haben einen, der hat 87 Konditionen. Gehen wir mal von aus, der hat 95 Frische. So, durch 100 kommt er auf 82 Fitness. Ja, das heißt, obwohl er 87 Konditionen hat, die Frische ist wichtig. Deshalb gebt euren Spielern Erholungsphasen, damit die Frische hochkommt. Das ist der Multiplikator für den Wert. Die Kondition ist sozusagen der Basiswert. Also ich meine, es bringt euch nichts, wenn ihr einen habt, der ist 100% Kondition mal 1 Frische ja, durch 100, dann hat er eine Fitness von 1. Kein Scherz, er hat dann eine Fitness von 1. So, die Frische nimmt im Spiel ab. Das muss man auch immer wissen. Die Frische nimmt im Spiel ab, nicht die Kondition. Deshalb sorgt dafür, dass ihr zu Saisonbeginn einen hohen Konditionswert aufbaut. Lasst sie dann erholen, dass die Frische hochkommt. Und dann habt ihr durchweg starke Mannschaft. Dann habt ihr kein Konditions- und Frische-Problem mehr. Weil das ist der wichtige Wert. Also nehmen wir mal an, ihr trainiert einen hoch, der hat irgendwann, sagen wir mal, was ist ein guter Wert, 98 Konditionen. So, und jetzt baut er im Spiel, baut er jetzt Frische ab und ist nur noch bei 50. So, und dann teilen wir das durch 100 und jetzt hat er eine Fitness von 49. Und euer Gegner hat dann vielleicht aber in dem Moment, weil der hier weniger Kondition hat, also wenn wir jetzt praktisch gegen den hier spielen würden, dann wäre jetzt praktisch die 49, wäre der Vergleich gegen den hier, der wäre dann bei 65 und hätte im Spiel abgebaut die Frische auf 50%, genau wie wir, durch 100. So, das heißt, wir wären mit 49 entsprechend ein paar Punkte fitnesstechnisch besser unterwegs wie die. Und das macht uns stärker, weil die Stärke im Spiel sich auch wieder hier raus berechnet. Das heißt, Mannschaften kriegen, wenn sie unfrische, unfitte Spieler haben, kriegen die einen Stärkeabzug. Das heißt, wenn die Mannschaft im Spiel hinten raus der Gegner schwächer wird und ihr behaltet die Fitness, dann gewinnt ihr gegen die. Wenn ihr eine tote Mannschaft aufs Spielfeld schickt und dann habt ihr verloren, bevor ihr angefangen habt, wenn die anderen fit sind. Das sind so die Fitnessregeln. Also am Anfang der Saison Kondition keulen, das möglichst auf 100 bringen, dann die Spieler sich erholen lassen, dann habt ihr einen super Fitnesswert. Wenn in der Saison eine Verletzung kommt, die Kondition geht runter, ihr müsst Konditionstraining machen und müsst danach Ruhepausen für den Spieler, damit seine Frische hochgeht. Was ich gerne mache, wenn einer verletzt ist, dann packe ich den in die Sonderrolle im Training für Kondition. Kann ich euch dann auch nochmal zeigen, wenn wir dann beim Trainingsplan sind. Das wird noch ein bisschen dauern, aber da kommen wir auch noch hin. Und dann gehe ich hin und dann ist der halt platt, wenn der Kondition trainiert hat. So, und dann gebe ich dem die Regenerationsgruppe und dann gewinnt er mal so 20, 30 Regeneration. Ist aber hier dann bei paar 90. So, jetzt hole ich den wieder in die normale Mannschaft und lasse normal mittrainieren.
Die Frische baut sich bei ihm nach und nach übers normale Training auch wieder auf, weil ich viele Erholungs- und Regenerationsphasen drin habe. Und dann werfe ich den vielleicht, wenn er so bei 50 Frische ist oder 40 Frische ist, werfe ich den irgendwann mal gegen Ende vom Spiel mit aufs Feld. Und dann baut er ein bisschen Frische ab, aber nicht so viel. Und dann kommt er wieder in den Regenerationsprozess rein, wo auch die anderen drin sind. Und das heißt, der baut dann relativ schnell wieder Frische auf. Und die Kondition ist ja hoch durchs Konditionstraining, was wir gemacht haben. Und dann ist der irgendwann nach dem dritten, vierten, fünften Spiel wieder auf dem Leistungslevel, wo er war, bevor er seine Verletzung hatte. Und je schneller das geht, dass wir zurückkommen, ja, umso besser ist es natürlich. Deshalb kann man ja so nette Dinge bauen, die dann auch Einfluss drauf haben im Vereinsgelände, wo wir auch noch hinkommen, wie ein Reha-Center. Ne? Damit wir dort eben die Möglichkeit haben, wie soll ich denn das erklären? Weil wir dort eben die Möglichkeit haben, die Reha-Geschwindigkeit und die Regenerationsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das heißt, wenn du ein starkes Konditionstraining machst, machst eine Einheit, machen die vielleicht normal eine Regeneration, sagen wir mal von 30 Frischepunkten und die kriegen dann 5% noch gut geschrieben und dann kriegen sie nochmal 1,5 Punkte mehr oder durch Essen kriegen sie vielleicht noch einen Punkt mehr, durch die Küche und. Da gibt es dann überall noch so kleine Goodies, die wir übers Vereinsgelände ausbauen können, die das hier besser machen. So, was gibt es noch zu erklären? Das ist ein häufiges Problem, die Frische, der Teamgeist ist ein häufig angesprochenes Problem. Die Mannschaftsstärke habe ich schon gesagt. Die zweite Mannschaft, ohne Spieler wird das nichts. Hier sehen wir immer so eine Anzeige. Wenn ihr drin eine komplette Mannschaft stehen habt, also ihr könnt auch hier jetzt schon Spieler reinstecken und euch einen guten Co-Trainer holen, damit die hier besser trainieren als bei euch, damit die stärker werden, dann wird hier sagen, es dümpelt nur vor sich hin da unten. Wenn ihr hier mal irgendwann eine komplette Mannschaft stehen habt, die entsprechende Stärkewerte hat, dann wird hier irgendwann stehen, werden die nächste Saison aufsteigen. Und wenn das der Fall ist, dann steigen die in der nächsten Saison in eine spielbare Liga auf und ab dann habt ihr hier Tabellen, ab dann habt ihr hier diese Geschichten, was Aufstellung angeht und so weiter und alles passt. So, was haben wir hier noch? Wir sehen hier die Tabelle, das haben wir auch noch nicht so wirklich besprochen, da gehen wir auch hier zu den Teamstärken. Also das heißt, hier rüber kommst du an gleichem Platz, wie wenn du hier drüber klickst. Dann können wir hier Gespräche vereinbaren. Das heißt, wir können zudem sagen, komm, wir reden mal mit dir, weil müssen wir dann 2-Stunden-Termin hier machen. Ne? Dann können wir mit dem über seine Probleme reden. Weil vielleicht kriegen wir das ja weggesprochen, indem wir zu dem sagen, hör mal zu, du fühlst dich ja schlecht bei uns, du bist unzufrieden, woran liegt's? Und vielleicht kriegen wir den wieder auf den Normalzustand, weil momentan verliert er auch einen Stärkepunkt durch seine Unhappiness. Ne? Und wenn die alle unhappy sind, dann werden sie schwächer. Und wenn sie dann verlieren, werden sie noch unhappier. Das ist ein Teufelskreis. Ihr müsst versuchen, diesen Teufelskreis, also gar nicht reinzukommen, beziehungsweise dann, wenn ihr drin seid, wieder rauszukommen. Das ist nicht so einfach. Das sind wirklich Aufgaben. Ihr könnt ja auch nicht hingehen und könnt sagen, ich verkaufe die ganze Mannschaft und kaufe eine komplett neue. Dafür habt ihr nicht genug Transferbudget. Gut, wir können Verträge auflösen, das macht allerdings keinen Sinn, wenn die Verträge für euch essentiell sind. Dann, ich würde jetzt nicht hingehen und würde sagen, okay, ich will den hier loswerden. Der verdient 62.000, die kann ich mir nicht leisten, Vertrag auflösen. Macht keinen Sinn, ihr verliert 660.000 Marktwert, ihr verliert das Gehalt. Also ihr müsst praktisch von dem Gehalt, was ihr ihm zahlt, bis 2027. Sind ja ein paar Jahre, die 62.000. Ich glaube, davon dann die Hälfte zahlen. Das ist nicht wenig. Das sind ein paar Jahresgehälter durch zwei, die ihr auf einen Schlag zahlen müsst. Wir können ja mal gucken. Vertrag auflösen. Bei dem hier wird es uns kosten 145.000, wenn wir jetzt einen Vertrag auflösen wollten. Behalte ich den lieber in der Mannschaft, zahle 62.000 Lohn und versuche den für 660.000 zu verkaufen.
als dass ich einen Vertrag auflöse. So, dann haben wir Spieler verschieben. Da können wir die in die zweite Mannschaft verschieben über einen Termin. Das heißt aber nicht, dass ihr mit dem reden müsst, müsst sagen, du musst in die zweite Mannschaft, sondern am Montag läuft das hier drüber und dann heißt, der wurde in die zweite Mannschaft verschoben. Das heißt, ihr habt automatisch mit dem geredet, dass er in die zweite Mannschaft soll. So, wir können hier einen Spieler für unverkäuflich erklären. Dann gibt es für den keine Anfragen auf dem Transfermarkt, aber der Spieler findet das nicht gut. Die wollen auf dem Transfermarkt stehen, weil die wollen alle Karriere machen. Es gibt Spieler, die sagen, ich bin zu gut für deinen Verein, ich will zu einem besseren Verein. So, können wir auch wieder wegnehmen. Das X heißt, wir verkaufen den nicht. Wir können den Vertrag verlängern, gibt es natürlich auch wieder einen Termin hier. Ne? Die Anzahl der Verhandlungsrunden, die können wir erhöhen, indem wir hier den länger ziehen. Das heißt, wir kriegen 4+4 Verhandlungsrunden. Ganz im Ernst, was ich in 4 Verhandlungsrunden nicht geregelt kriege, das kriege ich auch in 8 nicht geregelt. Wir können zwar mehr verhandeln, also bei ganz wichtigen Verhandlungen können wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber wenn ihr eine vollgepackte Woche habt, ihr dürft ja auch nie vergessen, ihr solltet nicht so viele Stunden in der Woche zutragen. Und wenn ihr halt eine ganze Mannschaft verlängern müsst und packt überall 4 Stunden Verhandlung rein, dann schraubt ihr euren Stunden-Wochenplan enorm nach oben. Was nicht gut ist für eure Gesundheit. Überlegt, ob es sich lohnt, mit dem so intensiv zu verhandeln. So, wir können den auf die Transferliste setzen. Ist ein Klick, können wir sagen, verkaufen, ausleihen oder abbrechen. Wir machen jetzt mal abbrechen. Ausleihen können wir nur Leute, wo in dem Ausleihfenster nicht der Vertrag ausläuft. Also wenn ich jetzt hier einen habe, der praktisch einen Vertrag hat, der nächstes Jahr ausläuft und ich sage, hier auf Transferliste setzen, habe ich ihn noch verkaufen und abbrechen. Warum? Würde ich den ausleihen, würde der ausgeliehen, die Leihe wäre zu Ende und der Vertrag wäre erloschen. Das heißt, er käme nicht mehr zurück. Das Ausleihen macht keinen Sinn. Dann könnten die den einfach kostenlos verpflichten. Da hätte ich nicht wirklich viel davon gehabt. Also kann ich jetzt den Spieler nur noch mit einem auslaufenden Vertrag kann ich den verkaufen. Und wenn er einen längeren Vertrag hat, kann ich den dann auch ausleihen. Weil der kommt wieder zurück. So, eine andere schöne Option, wenn ihr einen loswerden wollt, auf dem Transfermarkt meldet sich vielleicht keiner. Ihr sagt Spieler anbieten. Dann gibt es hier wieder so einen tollen Termin. Da kann man dann auch wieder die möglichen Verhandlungsrunden erhöhen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, da die Verhandlungsrunden zu erhöhen. Also was ich gerne hätte, wäre, dass ich mehr wie 5 Angebote machen kann. Weil wenn ich mir da so einen 2-Stunden-Termin nehme und dann die Vereine da durchsuche für Stunden, also stundenlang und dann durch die Ligen scroll und so weiter. Also bessere Filterfunktionen wären hier halt super und dass man halt vielleicht auch mehr Angebote machen kann, 10 oder so, wenn man das hier verlängert. Ich will ja gar nicht so groß mit dem verhandeln, sondern ich will dann halt erstmal einen finden, der überhaupt abnimmt. So, und dann könnte man jetzt versuchen, diesen Spieler auf dem Markt Mannschaften anzubieten, zu denen der passt. Also die im ZM suchen, der 3,5 Stärke hat und die mir vielleicht die 110.000 dann geben oder 90.000 zumindest. Auf jeden Fall kriege ich mehr Geld, als wenn ich noch die Transferliste setze, wenn ich das hier mache. Wenn ich einen Spieler habe, der eine Option hat, haben wir jetzt keinen, können wir hier die Option ziehen, dass sich der Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Krisensitzungen können wir immer dann abhalten, wenn die Mannschaft in der Krise ist. Heißt, sind hier alle sauer, können wir eine Krisensitzung machen. Haben wir viele Spiele verloren, können wir eine Krisensitzung machen. Ist der Teamgeist schlecht, können wir eine Krisensitzung machen. Wir können aber nicht eine Krisensitzung machen und nächste Woche eine Krisensitzung machen, sondern da müssen Zeiten dazwischen liegen. So, dann haben wir hier den Kaderplaner. Wenn wir da das entsprechende Personal einstellen, nämlich einen Kaderplaner, kriegen wir noch viel mehr Infos zu unserem Kader. Am interessantesten finde ich hier erwartete Saisonpunktzahl gemäß Kaderanalyse. Unser Kader wäre in der Lage, in der Liga 63 Punkte zu erspielen. Da ich prinzipiell Mannschaften habe, die in der Kaderanalyse weniger Punkte erzielen, als sie in der Realität haben, heißt es für mich, mit der Mannschaft könnte ich Meister werden. So, hier sehen wir alle gegebenen Versprechen. Das ist wichtig, wenn ihr irgendwem ein Versprechen gegeben habt, hier unten steht's, wenn hier Leute sauer sind, guckt mal hier rein, ob ihr irgendwelche Versprechen gegeben habt, die ihr nicht einhaltet. So, dann können wir hier den
Teamfortschritt sehen. Das ist ganz wichtig. Dieser Bildschirm, Teamfortschritt, den gibt es eigentlich nur am Ende der Woche nach einem Spiel. Oder generell am Ende der Woche. Wie war die Trainingsleistung? Wie war der Trainingsfortschritt? Wie machen sich die Taktiken? Wie ist der Teamgeist? Und so weiter. Das sehen wir normalerweise am Ende einer Woche. Wenn ihr das wegklickt und dann in der Woche sagt, oh, wie waren das nochmal? Könnt ihr hier aufrufen, wie sie letzte Woche trainiert haben. So, und dann können wir Co-Trainer befragen. Er befürwortet eine Vertragsverlängerung für Jakob Leib oder Lieb. Jakob Lieb ist, wer ist Jakob Lieb? Ah, das ist der, den ich gerade ausgewählt habe. Wenn ich den hier nehme und Co-Trainer befrage, ja, Vertragsverlängerung eine gute Sache wäre. Also wenn wir den hier jetzt verlängern, das wäre schon gut für den. Der hat noch Vertrag bis 2027. Warum soll ich den jetzt verlängern? Der ist so happy. Auch wichtig, wenn ihr einen Vertrag mit dem habt, der lange läuft, ohne Ausstiegsklausel, ja, und der will mehr Geld, braucht ihr keinen neuen Vertrag mit dem zu machen. Ihr könnt einfach das Gehalt aufbessern. Aber aufpassen, wenn ihr das zu weit runtersetzt und bestätigt, kann sein, dass er sich noch mehr ärgert, weil ihr ihm zu wenig Geld gebt. So sieht natürlich der ideale Spieler aus. Er ist hier grün, am besten ist er da auch noch grün und am besten ist er hier auch überall grün. Ja, und am besten ist das hier alles sehr dunkelgrün, so wie das Dunkelgrün der Frische. Dann habt ihr den perfekten Spieler. Das soll es gewesen sein mit meinen Infos dazu. Wie man das alles erreicht, ja, seht ihr am besten in meinen Livestreams, weil da mache ich es immer, damit wir eine gute Mannschaft haben. Oder in dem entsprechenden Tutorial, was dann irgendwann demnächst kommt, wenn wir uns über Trainingspläne und so weiter auseinandersetzen, weil da geht es natürlich auch wieder um die Frische, die Fitness und die Kondition und daraus resultierend auch über die Trainingseinheiten, damit die nicht langweilig sind und dann halt der Teamgeist und damit Spielern sprechen und so weiter. Das können wir dann alles mal machen. Vielleicht zeige ich auch nochmal ein paar Spielerdaten aus dem privaten Spiel im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ich hoffe, es konnte ein bisschen helfen, das Video. Bye-bye.